Ich höre immer wieder, dass ihr Probleme habt mit Kunden, die zum Termin nicht erscheinen, die euch das erste Mal anrufen und dann kommen die einfach nicht zum Termin. Da habe ich eine Lösung für euch. Und zwar hilft euch da schon unsere Nageltyp-Analysekarte. Weil, wenn das Telefon klingelt, füllt ihr demnächst schon mal hier alles aus, bis hin zu E-Mail, ja? Und dann könnt ihr nämlich dem Kunden schon mal eine E-Mail-Bestätigung des Termins machen und ihm auch eure allgemeine Geschäftsbedingung an diese E-Mail dranhängen. Vielleicht noch einen Link zu eurer Facebook-Seite, damit sie die liken und dann bei ihrem Termin bei euch eine kleine Überraschung bekommen. Ja, und da habt ihr schon wieder ein Gefällt mir mehr. Das lockert das Ganze ein bisschen auf. Stellt aber auch klar, dass Termine, die nicht rechtzeitig abgesagt werden, berechnet werden können. So, also ist schon ein Pluspunkt für die Nageltyp-Analyse. So, dann auch noch ein Grund fürs Marketing. Ihr sollt diese Nageltyp-Analysenkarten nach Geburtsdatum absortieren, ja? Und zwar könnt ihr dann immer euren Kunden, wenn ihr zum Beispiel alle Kunden, die im Januar Geburtstag haben, ja, könnt ihr die dann alle rausholen und könnt schauen, wer ist denn überhaupt noch Kunde und wer ist gar nicht mehr lange da gewesen. Die Kunden, die nicht lange da waren, die bekommen von euch eine Geburtstagskarte mit einem 20-Euro-Gutschein, den sie bei euch im Nagelstudio auf Dienstleistungen einlösen können, wenn sie wiederkommen. Und die Kunden, die Geburtstag haben, sollten ein kleines Geschenk bekommen. Das wäre ein Pluspunkt für euch, für eure Stammkunden, dass ihr denen halt was schenkt, zum Beispiel ein Nagelöl, was ihr dann auch immer wieder auffüllt, wenn sie denn alle 4 Wochen regelmäßig ohne Absagen zu den Terminen erscheinen. Ja? Also, und ihr habt im Griff die Kunden, die nicht mehr kommen, und ihr habt eine neue Chance, dass sie durch diesen Gutschein wieder zu euch zurückkommen werden. Gut. Also, da seht ihr schon, es ist wichtig, beim ersten Kontakt mit dem Kunden gleich die Adressdaten, Telefon und E-Mail aufzunehmen. Und ich sage euch, wenn ihr das so macht, das sieht gleich professionell aus und verhindert, dass irgendwelche Leute einfach nicht erscheinen, ohne euch abzusagen.